schon wieder Fußballzeit und für manche Artists da draußen heißt es ist schon wieder Musikzeit. Es gibt nämlich immer wieder Artists, die extra Hymnen alle 4 Jahre raushauen zur Weltmeisterschaft oder zur Europameisterschaft. Deswegen schauen wir mal, was die zu bieten haben. Aber diesmal möchte ich mich eher um die Leute kümmern, die unters Radar geraten. Deshalb habe ich vor einer Woche nach EM-Song gegoogelt und habe 4 Songs gefunden, die wir uns heute anhören werden. Der erste davon ist Holt den Pokal von Kelvin. Ich gehe in alle 4 Songs selbstverständlich blind hinein. Ich habe keine Ahnung, was mir jetzt gleich erwarten wird. Vielleicht wird es ja gut, vielleicht wird es schlecht. Vielleicht finde ich ja meine Hymne für die Europameisterschaft. Holt den Pokal. Ich meine, das wird sicherlich auf dem Ballermann funktionieren. Also wirklich, also wenn man es oft genug am Ballermann performt, dann wird der Refrain sicherlich ein bisschen gegrölt auf Malle. Aber um es tatsächlich jetzt in meine Playlist zu hauen auf Spotify oder so, ich sehe es nicht ganz. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Yogi Löw, wir danken dir. Du hast so viel für uns gemacht. Du dankst dem Typen sicherlich alleine. Ich danke dem Wichser sicherlich nicht. Random Side Note, by the way. Wie zum Fick ist der assligste Typ Deutschland das Werbegesicht von Nivea? Wie geht sowas? Wen muss ich kontaktieren dafür, damit mir das Gleiche widerfährt? Muss ich auch ein bisschen Nase popeln vor der Kamera oder sonst was? Sag's mir doch einfach. Das Video ist ein bisschen lustig. Er ist jetzt nicht so der größte Sänger. Aber wie gesagt, am Ballermann ist das alles scheißegal. Von dem her kann ein guter Partysong werden auf Malle, wer weiß. Ich meine, er hat jetzt nur 2000 Views erhalten, heißt das eigentlich aber auch nicht, dass vielleicht nicht doch ein, zwei das genießen können. Von dem her bin ich nicht die Audience dafür, aber ich kann es definitiv respektieren. Gehen wir mal zum nächsten Song rüber. Einmalig mit dem Song Adler auf der Brust. Okay. 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 Er versteht's tatsächlich, weil diese Pop-Hymnen gehen jeden auf den Sack. Das hat so einen richtigen lateinamerikanischen Flair für eine Europameisterschaft, aber es ist ja egal. Man bräuchte tatsächlich viel mehr Deutschrap-EM-Songs, weil die Leute möchten nicht immer wieder Auf uns von Andreas Burani hören, weil Andreas Burani ist nicht ein geiler Künstler und Auf uns ist auch kein geiler Song. Das wird uns diesen Moment ein, das kann es nicht sein, ich hasse den Song, falls man es noch nicht bemerken kann. Wer friert uns diesen Moment ein? Ja, frier doch selber ein, Digga, verpiss dich. Wer friert uns diesen Moment ein? Handykameras. Kameras an sich. Lass mich in Ruhe. Wer friert uns diesen Moment ein, Digga? Das kannst du 1900, was weiß ich, singen, ja? Lebt der im 19. Jahrhundert? Ich kapier's nicht. Es funktioniert. Ich bin auch wieder mal nicht die Audience dafür, selbstverständlich, weil ich bin nicht so der größte Deutschrap-Fan. Aber ich finde, die Audience wäre dafür definitiv da. Wenn man das gescheit mit Promo raushaut oder sonst was, dann wäre das auch ein führender EM-Song. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher sogar. Der Mann hat ja jetzt schon 35 Views. Super. 35.000 Views hat er erhalten und man kann sich sicher sein, dass er stolz auf diese Viewzahl sein darf. Das Ganze wurde von BM produced, guter Job tatsächlich, echt guter Job. Fußballsongs oder allgemein Songs zum Feiern haben nie so ein deeper Meaning, deswegen muss man die nicht so todesanalysieren. Weil da gibt es ja schon wirklich andere Personen, die sowas viel zu oft gemacht haben. Ist ein guter Song für die EM tatsächlich. Ist nicht meins, aber ich respektiere es definitiv. Geben wir uns den dritten Song. Das ist ein Song von Schalkes Oper. Der EM-Song 2021. Jetzt sind wir dran. Oh, stell dir vor, das wäre dein Date, Alter. Oh. Noch einmal. Perfektes Playback. Aber wir lassen es mal laufen. Vielleicht kommt ja noch die Überraschung. Das ist schon definitiv der Song für den 50-jährigen Holger aus Bochum. Aber nicht für mich. Ich glaube, der 50-jährige Holger mit seinem Jeberpilz
sitzt schon so da und denkt sich, ja, das ist ja ein guter Song. Oder wie auch immer der Dialekt da oben ist, ich bin mir gar nicht sicher. Wer auch immer den Dialekt hat, für den Holger ist es auch gemacht. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so die Person, die nach einem EM-Song suchen müsste, um hyped für die EM oder WM oder für Fußball oder sonst was so zu sein, ja. Ich finde die Dance-Moves richtig geil. Das ist gut. Ich lass mal irgendwelche Musik drüber laufen. Ist auf keinen Fall cringe. For fuck's sake. Ist ja nur für immer im Internet, weißt du, ist doch egal. So. Hier ist immer wieder so Stock-Footage quasi benutzt worden. Finde ich auch super. Wer soll euch denn schlagen, wenn wir zusammenstehen? Frankreich. Wir sind Außenseiter und das macht uns stark. Deutschland kommt weiter. Was war das für ein Adlib? Deutschland! Was war das denn? Moment! Das macht uns stark. Aua! Deutschland! Was ist denn los? Ich wünsche dem Schalke Opa, dass sie auch schnell wieder in die Bundesliga zurückkehren. Ist ein Verein, den man in der Bundesliga braucht. Und ich hoffe allgemein, dem geht es auch gut, weil das Jahr 2021 für den Schalke ist halt einfach nicht so ganz geil. So, weiter geht's aber mit dem letzten Song und der ist jetzt von Popo Karl. Ich weiß doch auch nicht. Der Song hat übrigens 72 Aufrufe, keinen Daumen nach oben, aber einen nach unten. Ich bin mal gespannt, ob ich der Erste sein darf, der das liked. Das Video ist jetzt schon Weltklasse. Das Video ist jetzt schon fucking Weltklasse. Ah, ach so. Der Song heißt Popokal. Quasi wie. Ah, okay. Entschuldigung. Okay, ich verstehe es. Ich verstehe es jetzt. Das Video ist desaströs. Das Video ist desaströs und ich könnte die Hälfte gar nicht zeigen. Aber ja, ich kann jetzt schon bestätigen, ich bin der erste Like auf diesem Video, weil dieses Video geil ist. Mit voller Stolz, ja, mit voller Stolz kann ich verkünden, ich bin der erste Like auf diesem Video. Ich weiß nicht, was der Hashtag heißen soll, den sie da draufgepackt haben. Jesus Maria Berlin. Ich bin aber all forward, weil... Jesus Maria Berlin, Alter. Übrigens steht auch in der Beschreibung, das ist der einzig wahre EM-Song für unsere tapferen Jungs nach Corona, oder? Wir haben 7 Jahre daran gearbeitet, mit riesengroßen Herz, die Erzengel geleiteten Corona den Weg, Zeit sie abzulösen. Ja, okay. Französische Madame öffnet ihren zartesten aller Münder und flüstert sexy ins Mikrofon. Hier sind wir die Erzengel und das H ist in Klammern, also die Herzengel. Wir sind cool, können was und haben Herz. Ist das denn so schlimm, die Dinge mal auf den Punkt zu bringen? Ohne T. Ich glaube, ich habe hier eine Goldmine gefunden. Ja, das kannst du nicht auf YouTube stellen! Digga! Was meint ihr, was er gerade bei den Worten Arschlecken reingepackt hat? Dreimal dürft ihr raten! Ich darf's nicht zeigen, obviously. Aber Alter!
fix und fertig. Ich bin fix und fertig, was ist das denn? Ich weiß, er hat buchstäblich Arschlöchern gesagt, aber das heißt nicht, du musst es zeigen. Ich bin fertig für dieses Video, wirklich. Ich bin wirklich fertig für dieses Video. Ich bin aber dankbar, dass Popokal von Papa Döner heißt der Kanal. Papa Döner, danke. Wirklich. Danke für das kurze Entertainment. Aber ja, da haben wir es. EM-Songs, wie schlimm sind sie denn eigentlich? Ich finde, für die richtige Audience ist das der perfekte Song für den Monat. Von dem her kann man eigentlich nie dran wirklich haten. Außer bei Andreas Burani. Alter, wer friert uns diesen Moment ein? Ist das dein Ernst? Aber ja, letzten Endes, lasst die Leute sowieso hören, was sie hören wollen. Das ist sowieso immer schon die Message meinerseits gewesen. Jedenfalls war es das schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mit diesen EM-Songs was anstellen. Ich jedenfalls schon. Immerhin bin ich ja jetzt der erste Like bei Popokal. Von dem her, Leute, ihr wisst Bescheid. Lasst es euch gut gehen und ja, habt eine schöne EM-Zeit und ciao.